So, ein wunderschön und herzlich willkommen. Das ist mal ein geiles Bild. Sehr nice. Jo, machen wir mal hier. Let's go. Nachdem wir ja uns vorige Folge ausschließlich mit OBS befasst haben. Ich meine, gut, dafür sind die Aufnahmen da. Wie gesagt, es sind ja Testaufnahmen, ne? Das richtige Let's Play lässt auf sich warten. Aus bekannten Gründen. Was mache ich hier gerade? Ich habe hier doch gar nicht das Passwort. Ich will ja immer das Passwort von dem Vanilla-Server eingeben. Dabei habe ich ja hier auf hier alles zurückgesetzt und auch kein Passwort vergeben. Gut. Okay. Yay, 30 Bilder pro Sekunde. Ah ne, noch einmal 60 Bilder pro Sekunde. 60 Bilder pro Sekunde. Wow. Oh, und der bricht wieder zusammen. Oh, leck mich doch am Arsch. So, egal. Wir haben Holz. Wir bauen uns erstmal einen Ofen. Wir haben jetzt letzte Folge, also die letzte Folge, wenn man jetzt die letzte Folge ausnimmt, die letzte Folge, ne? Also die vorletzte Folge, haben wir ein bisschen Stein gesammelt. Da brauchen wir noch ein bisschen Gras. Da können wir den Ofen nämlich auch gleich einheizen. So, machen wir mal so, machen wir mal so und bauen uns gleich mal 7 Öfen. Klick. Bitte nicht. So. Ich bin echt erstaunt, wie gut, ne, wenn man hier so raufklickt, dann übernimmt der alles sofort. Also dafür, dass das ein Raspberry Pi ist. Muss man schon sagen, geht's echt gut. Ha? Geht echt gut, geht echt gut. So, Ofen, stellen wir mal hier hin. Ein formschöner, super kantiger, eckiger Ofen. Genauso liebe ich es. Das Schöne ist an dem Ofen, du brauchst kein Küchentisch mehr, weil der Ofen einfach so kantig und eckig ist, du kannst direkt mit dem Ofen Brot schneiden. Lässt einfach auf die Kante rauffallen. Perfekt geschnitten. Gibt es ja diesen Gag oder diesen Vergleich, dass ein Messer so scharf ist, dass wenn du eine Feder rauffallen lässt, die Feder durchgeschnitten wird beim Rauffallen. Ich meine, geht zwar physikalisch, also würde es physikalisch vielleicht gehen, aber nicht mit klassischer Schmiedekunst. So scharf können Messer Stand heute nicht produziert werden. Trotzdem gibt es immer Leute, die behaupten, ja, es gibt Messer, die sind so scharf. Da, nee, gibt's nicht. Aber der Ofen, der ist so scharf. Ja? Weil der ist nur virtuell, der kann also alles. So. Ich kann es nochmal beweisen. Warte mal ganz kurz. Ich kann es mal ganz kurz beweisen. Ja? Wir nehmen mal hier ein bisschen Sand. Uah. So, jetzt packen wir einen Sand hier rauf. Und den anderen Sand packen wir daneben. Und er ist so scharf, er ist einfach durchgeschnitten und runtergefallen. Das ist Physik, wie wir sie lieben. Okay, Spaß beiseite. So, wo habe ich das hergenommen? Hier. Danke. Ich sollte mir mal dieses Fast-Privileg nehmen. Wenn man Fast-Privileg hat und dann fast fastet, dann fastet man definitiv zu fast. Das ist ja fast, the faster the furious. So, jetzt haben wir einen Ofen. Blätter haben wir auch schon drinne. Dann packen wir da mal ein bisschen Gestein rein. Wobei, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie bauen wir unser Haus. Wollen wir so ein eher klassisches Haus bauen oder so ein Turm? Weil ich meine, wir haben jetzt hier nicht allzu viel Fläche in die Fläche, wollte ich gerade sagen. Also, wir haben jetzt nicht so viel Platz in die Breite und in die Länge, sondern eigentlich nur nach oben. Wir können natürlich auch da ein Haus reinbauen, in diesen Berg. Das würde halt, ne, weil der Berg halt so super hoch ist, super episch aussehen, vielleicht. Wir gucken mal ganz kurz hier. Da gibt es einen Baum. Oh, oh, oh. Oha.
Ja, auch diese Welt hat ein Arschloch. Da oben reinbauen. Das würde wahrscheinlich so super episch aussehen. Müssten wir halt nur gucken. Wollen wir das machen? Ich sag mal ja. Die Frage ist, wie kommen wir da oben hin? So, kann ich hier einfach... Doch, ich müsste hier direkt raufklettern können. Auf den Berg. Es sieht zumindest optisch so aus. Lalalalalalalalala. Ach, lauf doch mal hoch, ey. Du bist ja ein... Mensch. Lol. Ah, ich bin immer noch nicht glücklich mit der Kamera. Die Kamera hängt so ein bisschen hinterher. Wenn ich jetzt dieses Puffering rausnehme. Oh, jetzt flackert die Kamera. Ups. Kamera ist eingefroren. Ja gut. So? Nö. Du liebe, liebe Kamera, was machen wir nur mit dir? Ich zieh mal ganz kurz die Kamera ab. Check sie wieder rein. Ja, das sieht besser aus. Okay. Ja, doch, das sieht besser aus. Das sieht, das sieht jetzt definitiv synchroner aus. Ich habe jetzt hier mal bei der Kamera dieses Pufferung also rausgenommen. Ich hoffe mal, das wird nicht zu sehr auf die Performance gehen. Aber ich meine, die Kamera hat sowieso nur 2 Bilder pro Sekunde. Ob die nur 3 Stunden hinterherhängen oder nicht, ist dabei auch egal. Aber jetzt sollte die Kamera zumindest etwas synchroner zu meinem Audio sein. ja, zumindest sieht es sieht zumindest synchron aus. Na? Jetzt habe ich hier einmal die Kamera, nochmal die Kamera, nochmal die Kamera, nochmal. Digga, ich sehe mich gerade so häufig. Man könnte denken, man denkt am besten einfach gar nichts. So, das sollte jetzt eigentlich auch überall, ist ja alles das Gleiche hier, ne? Das heißt, es sollte auch überall das übernehmen. Genau, weil es ja letztendlich alles das Gleiche ist. Okay, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da können wir wieder hier. Sehr nice. Also dieses Studio-Modus von OBM, das OBS, das ist schon geil. Na? Wenn wir auch sonst ein bisschen Probleme damit haben. Mit OBS. Muss man einfach mal so sagen. So. Waited mal a second. Ich muss mal hier OBS ein bisschen so machen, dass es schön aussieht. So zum Beispiel. Jetzt habe ich hier wunderbar OBS so, dass die Fenster ordentlich hier reinpassen. Meine Screens. Und trotzdem sich hier unten das Ding. Auch wenn der ein bisschen rechts, warum auch immer. Du bist auch ein bisschen rechts, warum auch immer. Was ist denn hier schon wieder los? Sag mal. Wait a second. Warum bist du so weit rechts? So. So, perfekt, danke. Warum gleich so? Können wir höher passen? Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, geile Scheiße. Ach so, halt, nein, bitte nicht das hier. Perfekt. Jo. So, sehr schön. Weiter geht's. Oh, es wird bewölkt.
Leider gibt es ja noch keinen Regen, ne? Ist ein bisschen schade. Also es gibt zwar schon Wolken, aber Blitze und sowas gibt es hier noch nicht. Ich meine, gut, letztendlich bin ich da auch ein bisschen froh drüber, weil Regen natürlich hier die Performance ganz schön drücken dürfte. Aber geil wäre es trotzdem. So, jetzt halt, ich muss überlegen. Ich wollte jetzt quasi hier die vorderste Ebene wollte ich quasi entfernen. Problem ist nur, wenn ich sie entferne, müsste ich sie ja bis nach ganz unten entfernen. Ansonsten komme ich hier vom Berg nämlich nicht mehr runter. Das dürfte wehtun. Wir müssen sowieso überlegen, wie wir das Ganze machen. Weil wenn ich jetzt hier ein Haus reinbaue, dann muss man in das Haus auch irgendwie reinkommen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir den Zugang am besten bauen. Wohin wir den legen. Ob wir den wirklich einfach da vorne hinlegen, dass man quasi da vorne so rauskommt und da so an den Strand laufen kann. Oder ob wir den Ausgang auf die Seite packen, was nicht schwierig wird, weil ja da irgendwo die Höhle ist. Fragen über Fragen. Also ist auf jeden Fall schon eine geile Aussicht hier, ne? Das muss man schon mal so sagen. Nicht schlecht. Ah, das ist doch eine geile Aussicht hier. Oha. Also mit Waveframe haben wir einfach mal nur noch 20 Bilder pro Sekunde. Geile Scheiße. Ja. Müssen wir mal überlegen. Kann ich eigentlich hier meinen Filmmodus aktivieren? Nice. Machen wir mal lieber nicht. So. Ja, das Problem ist halt, damit man die Aussicht hier genießen kann, muss man halt auch relativ hoch mit der Sichtweite gehen, ne? Mal gucken mal. Eben, mehr als 200 liefert der Raspberry Pi gar nicht, laut meinen Einstellungen. Das heißt, wir können mit der Sichtweite so weit hochgehen, wie wir möchten. Mehr als, ich weiß gar nicht, 256 oder sowas habe ich eingestellt, glaube ich, ist das Maximale, bis wohin er Blöcke sendet. Das heißt, mehr als 200 bringt uns sowieso nicht allzu viel. Was natürlich schon schade ist. Was echt schon schade ist. Weil, wie gesagt, um hier ein Haus reinzubauen, brauchst du halt wirklich schon Sichtweite. Ja, das muss man schon sagen. Oder wir machen es einfach anders. Wir sagen einfach, dass wir. Nee, geht gar nicht. Alles gut, alles gut. Ich war schon wieder dumm. Ich wollte gerade sagen, wir spielen nicht auf meinem Raspberry Pi, sondern spielen auf einem richtigen MyTest-Server, also auf dem richtigen Vanilla-Server. Aber es geht ja nicht darum, dass der Raspberry Pi zu wenig Leistung hätte, sondern dass es einfach so eingestellt ist, dass er das nicht mehr sendet. Das heißt, mein Ultrabook würde auch nicht mehr senden. Da hinten sind Bäumchen. Schönes Ding, du, schönes Ding. Können wir da hinspringen? Oh, nee, werden wir nicht. Wir werden definitiv sterben. Natürlich mussten wir auf dem Baum sterben. Da kriegen wir jetzt unsere Knochen nie wieder. Kannst du vergessen. Kommen wir da irgendwie ran? Ja, wir kommen ran. Sehr geil. Nice. So. Schwebt das Ding da im Wasser oder was? Ist ja wirklich wie so eine fliegende Insel. Nice. Mal wieder. Nice, nice, nice. So, wie lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben hier schon wieder nichts Produktives gemacht. Wir sollten mal langsam anfangen hier mit dem Haus bauen. Die Frage ist halt, wie bauen wir das Haus? Bauen wir es da rein? Ist wahrscheinlich doch eher schlecht. Es würde halt geil aussehen, ist aber halt nicht wirklich praktikabel, weil wir einfach nicht weit genug gucken können in der Praxis, damit uns die Aussicht da überhaupt irgendwas bringt. Das heißt, wir werden doch wahrscheinlich eher hier bauen und da wäre es halt die Frage, was bauen wir hier?
Wir können ja mal so ein etwas älteres Gebäude bauen, wobei da brauchen wir echt viel Holz für. Schnauze. Wie viel Holz haben wir? Wir haben über 100 hiervon, wir haben ein bisschen davon. Wir können natürlich auch mal ein bisschen den Dschungel abbauen. Was ich vorhabe, ist, dass wir uns vielleicht so ein Haus bauen, wo die Wände wirklich aus Baumstämmen bestehen, ne? Also hätte ich ja jetzt nicht Holz, sondern wirklich solide Baumstämme, die so aufeinander gestapelt sind. Kennt man so vielleicht so von so. Kennt man das? Vor allem die Frage ist, würde es hier überhaupt aussehen, so wie es aussehen soll? Wir machen mal Test. So, wir machen mal hier, das wäre so Eckpfeiler. Und da hätten wir dann so die Baumstämme dran. Ja. Würde das überhaupt so gut aussehen, da die Dinger ja nun doch viereckig sind? Naja. Was daran halt geil aussieht, ist halt, dass es normalerweise halt rund ist und man dadurch diese Huckeloberfläche quasi hat. Hat man ja hier bei MyTest aber gar nicht. Die Kuh wartet einfach immer noch. Danke dafür. Du kommst mal hier weg. Dankeschön. Müsste man natürlich gucken, ob man das denn so macht. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Wir brauchen vor allen Dingen halt auch noch viel Eisen. Haben wir überhaupt schon Eisen? Nee, ne? Eisen haben wir halt gar keins. Ich glaube, wir suchen erstmal Eisen. Eisen wäre geil. Haben wir denn ein Schwert? Haben wir nicht dabei. Wir haben aber ein bisschen Stein dabei. Können wir uns mal ein Steinschwert bauen, für den Fall, dass wir gegen Monster antreten müssen. Wie machen wir eigentlich nochmal hier unser Seil? Ach, da brauchen wir, oh Gott, brauchen wir Hanf für. Wir sind die Verlore. Wir sind die Verlore. Das ist der Scheiße. Der Scheiße. Das heißt, wir brauchen sowieso erstmal nichts, um irgendwo runterklettern zu können, bräuchten wir erstmal Pflanzen. Ich meine, wir brauchen sowieso Baumwolle, also wir brauchen sowieso Pflanzen in irgendeiner Art und Weise, die nicht näher beschrieben ist. Aber die Frage ist, wo kriegen wir jetzt was her? Was bekommen. Einfach mal die Schnauze halten. So, was bekommen wir hier von? Baumwolle. Sehr geil. Aber nur die Samen? Nicht die Baumwolle selber? Das ist ja interessant. So, machen wir mal hier unsere gute alte. Was? Jetzt haben wir Reis bekommen. Ist ja auch geil. Haben wir wieder Baumwolle bekommen. Gut, heißt also, hiervon bekommt man zumindest Baumwolle. Brauchen wir noch dreimal. Hallo? Ja, dann Raspberry Pi. Muss hier gerade schon wieder irgendwas generieren oder warum bist du gerade so langsam? Okay, jetzt haben wir dreimal Baumwolle, reicht. Dann brauchen wir jetzt noch Hanf. Die Frage ist, wo zur Hölle bekommen wir Hanf her? Wenn nicht im Dschungel, wo denn dann? Zumindest sehe ich hier erstmal nur dieses komische normale Gras. Gab es nicht auch Dschungel, wo diese großen grünen Blätter sind? Wir müssen bei so aufpassen, dass wir uns jetzt natürlich allzu sehr verlaufen. Da steckt ein Baum in der Wand drinne. Auch sehr geil. Hallo? Oh ja.
Da merkt man schon ein bisschen, ne, der meinte es, Raspberry Pi, der ist, wenn man es gerade so schnell bewegt, doch schon relativ am Limit. Vor allen Dingen ist hier halt überall nur dieses normale Gras. Ich glaube, wir kommen in der Richtung nicht unbedingt weiter. Wie OBS einfach nur noch mit 30 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Warum auch immer. Ach, ey. Kann ich eigentlich gleich auf 30 Bilder pro Sekunde gehen? Ha. Wie sieht es denn hier so im normalen Wald aus? Alles ja. Ja, also ich glaube, ich bleib dabei. Ich werde normale Aufnahmen definitiv mit Voco Screen ma machen. Das ist ja hier mit OBS doch ein leidigeres Thema als gedacht. OBS ist gerade auf 20 Bilder pro Sekunde runtergegangen. 20 Bilder pro Sekunde. Das war ja fast das Niveau von meinem alten Rechner. Und das, obwohl hier mein Test selber halt immer noch, ne, 60 Bilder pro Sekunde hat. Das ist ein bisschen traurig. Mein lieber Herr OBS. So, hier haben wir auch genau das hier. Das ist doch Hanf. Einmal kurz, kann ich auch aus direkt Hanf machen? Wie war denn das hier? So direkt. Was ist das? Das ist was anderes. Ist gar nicht das hier. Scheiße, wo kriege ich denn Hanf her? Wo zum Teufel kriege ich Hanf her? Ich hatte eigentlich gedacht und gehofft, dass wir hieraus Hanf bekommen, also dass das quasi Hanf ist. Dem scheint es aber gar nicht so zu sein. Da ist die Zent deprimierend jetzt gerade. Ist echt ein bisschen deprimierend. Ha. Ja, nee, das bringt uns so erstmal nicht allzu viel. Ja, super. Das heißt, jetzt mit dem Seil können wir erstmal vergessen. So lange, bis wir irgendwann mal rein zufällig über Hanf stoßen. Stolpern. Whatever. Wo war jetzt unser Haus? Das müsste hier in die Richtung gewesen sein. Ui. Genau da. So. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Leitern bauen. Das mit den Seilen wird erstmal nichts. Schade eigentlich. Hallo? Bitte Kiste öffnen. Ah. Habe ich beim ersten Mal nicht draufgeklickt? Interessant. Ein paar Stöcke haben wir noch. Wir nehmen mal das Zeug hier für Stöcker. So. Dann haben wir ein paar viele Leitern. Ich mache mal hier so ein 50er Stack. Und dann nochmal so 40. So. Na komm.
Perfekt. Jetzt haben wir ein Stack Stöcker. Kann man ja auch immer gut gebrauchen. Haben wir ein Stack Leitern. Ist doch geil. Und OBS hat wieder nur 50 Bilder pro Sekunde. Obwohl sich das Bild in keinster Weise bewegt. Und meinte es selber halt locker 60 Bilder pro Sekunde hat. Ich verstehe diese OBS nicht. Und jetzt hat er sogar 60 Bilder pro Sekunde. Und sobald ich jetzt den Fokus wegnehme, boom, 60 Bilder pro Sekunde. No problemo at all. Das ist doch verrückt. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das so normal ist. Wahrscheinlich ein bisschen heftig. Vielleicht liegt es daran, dass wenn ich hier so drinne bin und das Fenster damit exklusiv Zugriff hat, er das anders macht. Ich versuche mal aus dem Vollbildmodus rauszugehen. Na, geht natürlich nicht, weil das von MyTest selber kommt, der Vollbildmodus. Leider gibt es bei MyTest immer noch keine Tastenkombi, um in MyTest selber den Vollbildmodus zu beenden. Das ist halt eins der Feature, die halt irgendwie fehlen, ne? Bei MyTest. Einfach eine Tastenkombi, ne? Weiß nicht, das gute alte Steuerung Alt Enter oder Steuerung Alt F oder nur Steuerung F für Vollbildmodus aktivieren oder deaktivieren. Das fehlt irgendwie noch. Naja, was soll's. Gut. Ja, genau, wir haben jetzt Leitern. Dann suchen wir uns mal eine schöne Höhle. Die hier nicht unbedingt, die ist ja eher so quer. Wir sollten uns schon eine Höhle nehmen, die ein bisschen auch in die Tiefe geht direkt. Wir brauchen vor allem noch ein bisschen mehr Fackeln, fällt mir gerade mal so auf. Das heißt, wir machen erstmal ein paar Fackeln aus Holz. Indem wir hier euch mal reinschmeißen. Lohnt sich aber eigentlich nicht wirklich. Lassen wir mal. Weil wir kriegen ja hier raus bereits Massen an Fackeln. So. Sollte erstmal reichen. So. Nächstbeste Höhle, wir kommen. Warte mal kurz, da hinten war doch das Poloch der Welt. Ach hier was. Können wir mal gucken, wie weit das Ding runtergeht. Ach da. Hey, ist eine Kiste? Was ist denn hier los? Interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte gehen Sie weg. Hier ist nichts zu sehen. Scheiße, ich habe schon komplett wieder vergessen, dass wir jetzt derzeit auch Monster haben. Ha! Das ist nicht so geil. So, hier lasse ich mal diese Hochfrequentierung der Fackeln. Ja gut, hier geht es schon wieder zu tief runter. Danke dafür.
Aber wir haben ja Leitern dabei, das heißt, ich mache mal. Hier kommen wir selbst mit Leitern nicht so gut runter, weil da schon wieder alles fehlt. Scheiß die Wand an. Versuchen wir es mal hier runter. Leitern, ich will dich. Yay. Yay. Wir werden gleich hart sterben. Brauchen Licht. Ah, okay. So tief ist das ja gar nicht. Oh, ich höre schon wieder Wasser. Von wo kommt das Wasser? Wenn das nämlich auch von der Meeresoberfläche kommen würde, dann könnten wir mal den Eingang suchen und dann mal gucken, ob wir darüber runterkommen. So, ich mach mal ganz kurz die beiden hier weg. Machen wir hier nochmal das Verleitern ran. So. Kommen wir hier nämlich runter. Schreibst du die Wand an. Ja, es kommt von oben. Die Frage ist von wie weit oben. Nein! Du Monster! Alter, ich habe keine Atemluft mehr. So, ich würde mal sagen, weiter runter gehen wir in der nächsten Folge. Labenderus Programmerus. Boom. Danke schön. Yay. Ne, wobei Pause ist natürlich eigentlich ein bisschen falsch. Ich brauche ja noch so ein Endbild. Ne? Da habe ich einmal so ein Startbild, da habe ich so ein Pausenbild. Dann brauche ich noch ein Bild fürs Ende. Also wenn da irgendjemand, obwohl, ich suche am besten einfach eins von meinen eigenen Bildern raus, aus meiner Bildergalerie. Noch irgendein schönes Bild, was mit Vocaloid zu tun hat. Ist doch geil. Gut, na dann, ciao.